Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Hier stehen wir genau im richtigen Fahrzeug, nämlich in einem Offroad-Fahrzeug. Hier drin schaut es aus wie ein normaler Hümer MLT, schön mit Lagerfeuerromantik, aber die Lagerfeuerromantik passt hier perfekt zu diesem Fahrzeug. Und was es mit diesem Fahrzeug auf sich hat, nämlich das ist eine Freistaat Edition, der Hümer MLT 580 Freistaat Edition, und zwar in der Crossover-Form, das zeigen wir euch jetzt. Kommt einfach mal mit, ihr werdet überrascht sein. And I really wanna know, really wanna know. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freistaat TV. Wie vorhin schon eingangs erwähnt, haben wir heute was ganz Besonderes für euch dabei, nämlich den Hümer MLT Freistaat Edition. Hier haben wir noch unsere Edition One, das heißt, das ist unser erstes Fahrzeug, wo wir jetzt nach unseren Ideen aufgebaut haben. Gibt es auch käuflich ab September, Oktober, November so zu erwerben, da kommen wir noch später dazu. Das Fahrzeug ist weitgehend fertiggestellt, die Abklebung, wo ihr seht, die Bereifung und so weiter, das entspricht alles schon original unserer Freistaat Edition, so wie das schöne Fahrzeug nachher auch kommt. Inspiriert wurden wir übrigens eigentlich von dem ganzen Crossover. Der Crossover haben wir ja schon letztes Jahr im Freistaat hier auch vorgestellt. Der Crossover wird momentan gerade offiziell auch von der Hümer-Seite überall beworben, auf den ganzen Medien wie Facebook und so weiter. Uns kam schon viel früher die Idee, wie könnte man denn so ein Crossover noch attraktiver machen, noch schöner machen, aber nicht overdressed. Da kam genau diese Idee hier. Wir haben dann den MLT 580 genommen, der hat nämlich 6,98 Meter Gesamtlänge, hat 2,22 Meter Gesamtbreite, hat eine breitere Heckgarage, wie jetzt zum Beispiel der Hümer MLT, hat die schöne Fächer hinten drin. Und innen drin vor allem auch, zeigen wir euch nachher noch, einen zusätzlichen Kleiderschrank, was immer für mich sehr praktisch ist, und auch ein größeres Bad, was meiner Meinung nach auch gerade im Bereich Offroad, oder viele nutzen ja so ein Fahrzeug vielleicht auch mal, um weitere Reisen zu machen. Genau das braucht ihr nämlich auch. So eine Axt oder was Hümer da hinten reingemacht habt, das sind schöne Features. Wir haben hier unsere Freistaat Edition Crossover mit richtigen Offroad-Bereifungen, 18 Zoll versehen. Das sind dann die 285/60 R18 Reifen. Das Ganze haben wir gepaart mit einem Höherlegungssatz. Das Fahrzeug ist nochmals 4 cm höher wie der Original Mercedes. Also da sind wir dann im Vergleich zum Allrad 4 cm höher, im Vergleich zum niedrigen Mercedes dann schon 12 cm höher. Bedeutet natürlich auch noch mehr Bodenfreiheit. Und wenn man das Fahrzeug so anschaut, ich finde auch eine richtig stattliche Erscheinung, so wie er hier steht. Aber nicht nur das Fahrwerk hat uns beschäftigt und den Höherlegungssatz und die damit verbundene gewonnene Bodenfreiheit, sondern auch das Design. An dieser Stelle, Manu Thalhofer, deine Ideen, die du hier umgesetzt hast, sind sensationell. Es ist ein richtig schönes Fahrzeug geworden. Tja, was hat der Manu Thalhofer da gemacht? Wir haben hier das Fahrgestell folieren lassen. Wir haben hier eine schöne, ganz matte Farbe. Kommt unheimlich gut rüber. Man sieht die ganzen Kurven von Mercedes hier ganz anders wie vorher. Macht ihn noch ein bisschen aggressiver, aber nicht übergestylt. Wir haben oben die Abklebung in Schwarz Edition mit unserem schönen Freistaat-Logo eingebaut. Der Mercedes-Stern musste von Chrom auf Schwarz weichen. Steht dem Gesicht in Verbindung mit dem Frontbügel und den Zusatz-LED-Scheinwerfern, die mit aufs Fernlicht geschalten sind. Sehr, sehr gut. An dieser Stelle ein kleiner Seitenhieb nach Bad Waldsee. Auch das gibt es nur bei uns und nicht im Crossover Edition.
Und wenn man so die schönen Räder betrachtet in 18 Zoll und wenn ich jetzt ein 16 Zoll Rad nebendran stellen würde, tja, dann wäre es schon eher ein bisschen klein, das Original Crossover Rad vom Hümer MLT 570. Aber zurück zum Design. Wir haben hier das Schwarz-Matte komplett nach hinten gezogen. Hier wieder auch schön das Freistaat-Logo eingearbeitet und vor allem die Folie hier, dieser Streifen, das ist eigentlich was ganz Besonderes. Wenn man draußen steht, je nach Lichteinfall, schimmert der gelb, gold, Neonfarben. Das ist echt wirklich eine sehr interessante Farbe und hebt sich sehr, sehr gut zu dem schwarz-matt abgeklebten ab. Bei dem Design war uns halt auch einfach wichtig, dass wir ein Schick reinbringen in das Fahrzeug, so das Thema Allrad, aber trotzdem haben so ein bisschen so die böse Seite, aber das Ganze nicht overdressed. Ich finde, das ist uns hier auch schön gelungen, auch hier mit dem 4x4 Abklebung. Oben haben wir es nochmal zusätzlich foliert in schwarz-matt, natürlich hier passend auch runtergezogen, die ganze Farbe. Hier hat er auch das 285er Ersatzrad hinten drauf. Braucht man ja, wenn man irgendwo auf weitere Reisen geht. Tja, und auch auf der linken Seite in Fahrtrichtung links haben wir das Ganze analog rechts auch wieder weiter fortgeführt. Und zwar wieder das schöne Freistaat-Logo in der sensationellen Farbe hier, gelb-gold. Ja, was haben wir sonst noch gemacht an dem Fahrzeug? Wie gesagt, Kotflügelverbreiterungen aufgrund der 285er Bereifung ist Pflicht bei so einem Fahrzeug. Wir haben oben hier diese Säule auch noch weiter nach oben gezogen und auch foliert, sodass es einen sehr stimmigen Gesamteindruck gibt. So ein Fahrzeug gibt es eben nur im Freistaat, ausschließlich nur im Freistaat. Das Design bekommt ihr nur bei uns. Übrigens an der Stelle Grüße an Hardy Krüger, der fährt nämlich auch so ein designtes Fahrzeug. Ich denke, der eine oder andere wird es jetzt im Frühling oder im Sommer, wenn alles ein bisschen wieder normal wird, auch im Fernsehen beobachten können. Wie gesagt, so ein Fahrzeug, das steht ja ab sofort hier live bei uns und könnt ihr dann auch, sofern es wieder geht, besichtigen. Der Grundgedanke dieses Fahrzeugs war natürlich auch, wie kann man möglichst viel Autarkie haben. Möglichst viel Autarkie und vor allem auch die Autarkie in anderen Ländern, wo dann die Gasflaschenversorgung problematisch werden könnte, heißt auch Dieselheizung. Drum haben wir dem Fahrzeug die Dieselheizung verpasst. Es ist genau gesagt die Truma Kombi DE. E heißt, dass die auch mit Strom zusätzlich heizen kann, mal 900 Watt bis 1800 Watt. Ist ganz praktisch, weil da spart man dann natürlich auch den Diesel. Wenn man so eine Dieselheizung betrachtet, die Angaben von Truma, die Verbrauchswerte, da wird irgendwo so ein Mittelmaß von 8 bis 10 Liter, wenn man 24 Stunden durchheizen würde, angegeben. Bei Volllast natürlich mehr, aber mit so einem Dieseltank, wenn man, der hat einen 100 Liter Dieseltank, 80 Liter kann man so entnehmen, bevor der dann auf Reserve schaltet, dann kann man locker 6, 7, 8, 9 Tage, 10 Tage aushalten, ohne dass man wieder irgendwo hin muss. Und vor allem der Diesel bekommt man ja überall, ich denke sogar auf der ganzen Welt. Ja, das nur kurzen Seiteninformationen bezüglich der Dieselheizung, wieso wir uns da entschieden haben. Selbstverständlich, Dieselheizung hat einen kleinen Nachteil, die braucht ein bisschen mehr Strom. Daran habe ich aber auch gedacht. Wir haben hier auf dem Dach 2x90 Watt Solar und zusätzlich haben wir hier eine AGM-Batterie und bauen das Hümer Smart Battery System ein. Das heißt, das haben wir jetzt nur lose reingestellt, weil das kommt noch eingebaut. Ihr kriegt zwei solche große Lithiumblöcke. So ein Lithiumblock hat 135 Amperestunden. Das ist der größte Lithiumblock, wo Hümer hier anbietet. Mal zeigen. Und da bauen wir in die Freistaat Edition noch zwei zusätzlich ein. Das bedeutet, dass er hier 270 Amperestunden Lithium plus diese 95 Amperestunden Gel-Batterien hat, AGM-Batterie, um genau zu sagen. Wieso das Hümer so in Reihe schaltet mit der AGM-Batterie, hat einen einfachen Grund. Diese AGM-Batterie gleicht den Nachteil der Lithium-Batterie aus. Das heißt, auch bei sehr niedrigen Temperaturen nehmen diese keinen Strom auf. Man müsste theoretisch beheizen. Solange ist die AGM-Batterie intakt und ihr habt hier auch bei sehr niedrigen Temperaturen sofort Strom zur Verfügung, bis diese dann Wärme aufgenommen haben. Das ist der einfache Grund.
Tja, also das ist in der Freistaat Edition 10 mäßig das große Autarkie-Paket mit 2x135 AH Lithium, also 270 plus 95 AH AGM. Das nenne ich mal Autarkie. Hier im WC-Bereich ist das handelsübliche Tedford WC geblieben, wo man auch überall ausgießen kann. Hat sogar einen Vorteil, wenn man so auf Weltreise ist, da hat man vielleicht nicht eine Grube, wo man drüber fahren kann. Aber hier, das so ein Tedford WC, könnt ihr überall ausgießen. Hier im Gaskastenfach hätten wir jetzt die Möglichkeit, ein zweites Tedford WC mit dem Zwischenboden zum Beispiel einzuziehen oder hier noch zusätzlich eine Gasflasche reinzubringen. Übrigens Gas, auch hier haben wir dann einen sogenannten Kompressorkühlschrank drin. Das heißt, auch hier habt ihr Gas los und macht alles mit Strom, mit den zusätzlichen Lithiumbatterien und dem Solar. Hier haben wir noch die Duo Control, die wollen wir aber in der Freistaat Edition dann nicht mehr drin haben, weil nur noch der Kocher über Gas läuft und ansonsten kein Gas mehr benötigt wird. Toll beim MLT 580 ist hier wieder der riesige Stauraum, auch mit den Fächern hier. Finde ich sehr praktisch für kleine Utensilien. Die Höhe ist sensationell, das hat nämlich 120 ist diese Heckgarage im lichten Maß hoch. Die Klappe hat hier eine Breite von 1 Meter. Auch das sind schöne Maße, auch bessere Maße wie beim MLT 570. Hier könnt ihr auch schön richtig Utensilien reinpacken. Ein Wirnutztropfen, muss man ehrlich an dieser Stelle sagen, ist halt einfach immer die Zuladung. Man muss natürlich auch die Hinterachslast beachten. Genauso wie das Fahrzeug dasteht, haben wir es hochgerechnet. Laut den Werksangaben plus minus 5% haben wir noch eine Restzuladung von 510 Kilo. Also der hat 3610 Kilo Masse in fahrbereitem Zustand und eine zulässige Gesamtmasse von 4100 Kilo. Die ist hier jetzt nur am Rande erwähnt, aber das sind sehr, sehr wichtige Daten, die unsere Kunden natürlich auch immer sehr, sehr interessieren. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle nochmals, dass der Hümer MLT 580 rechts und links die gleichen großen Klappen hat. Also wir haben überall 1,20 Meter mal 1 Meter Klappen, um bequemes Beladen, egal ob es rechts oder links geht. Hier kommt er einfach überall sehr bequem rein. Wie vorhin erwähnt, der kriegt noch einen Kompressorkühlschrank. Das heißt, diese Lüftungsgitter, die sind dann auch weg. Der braucht kein Gas mehr, somit auch kein Abgaskamin. Somit sind die Lüftungsgitter weg. Kompressorkühlschrank hat auch eine sehr, sehr gute Kühlleistung, auch gerade bei höheren Temperaturen. Tja, weiter haben wir auch noch beschlossen, dass wir die Freistaat Edition mit der vollautomatischen SAT-Antenne ausstatten. Flachbildschirm 32 Zoll sehen wir dann noch drin. Zusätzlich, was immer mehr gefragt wird, ist ein WLAN-Router, wo auch noch aufs Dach montiert wird. WLAN-Router brauchen viele, um dann autark irgendwo auch noch Empfang zu haben. So ein WLAN-Router nimmt praktisch mehrere Mobilfunkzellen dann zusammen und bedeutet, dass ihr einen viel, viel besseren Empfang habt und auch eure Endgeräte dann über das WLAN verbinden könnt. Wurden wir auch immer mehr darauf angesprochen. Bauen wir in diesem Fahrzeug, in der Freistaat Edition, zu dem Preis, wo wir euch nachher noch sagen, auch mit ein. So, dann gehen wir mal rein in den schönen Hümer MLT 580. Vorhin ist mir eigentlich eingefallen, bei diesem Fahrzeug, weißt du, was das Wichtigste ist? Das Rollo, weil Privatsphäre werdet ihr nicht viel in dem schönen Fahrzeug haben. Ihr werdet, egal wo ihr steht, beäugt und jeder wird wahrscheinlich denken, Mensch, sowas hätte ich auch gern. Tja, der Hümer MLT 580, innen klassisch mit dem modernen Chiavenna Nussbaum, mit der schönen L-Sitzgruppe. Wir haben hier Einzelbetten hinten. Das ist eigentlich immer so die aller beliebteste Variante. Schöne Einzelbetten mit der Möglichkeit, hier nochmals ein zusätzliches Mittelbett zu bauen, dass man auch mal bequem zu dritt schlafen kann, wenn ein Enkel oder irgendjemand, wo man gut kennt, mitgeht. Da habt ihr hier das Zusatzpolster, das wird dann hier eingelegt. Sehr schön hier. Das Bett an der langen Stelle ist 1,90 Meter lang. Hier haben wir 1,86 Meter. Wir haben hier, was ich vorhin schon erwähnt habe, was mir halt immer sehr gut gefällt, wenn Hümer
ein zusätzlicher Kleiderschrank unterbringt. Der ist jetzt nicht breit, aber man kann einfach Jacken reinhängen und sie sind verräumt und gehen nicht irgendwo im Weg um. Also ich bin da immer ein großer Fan davon. Aber nichtsdestotrotz, zusätzlich habt ihr natürlich hier unter den Betten auch noch einen großen Kleiderschrank, wo ihr schön Utensilien reinhängen könnt. Und oben für kleine Jacken, auch ganz praktisch, hat Hümer hier den Dachstaukasten ausgespart und auch noch eine kleine Stange reingemacht, dass man noch was aushängen kann. Auch in Serie, heute nicht mehr selbstverständlich, leider Gottes, hier große Stauschränke, auch hinten an der Heckwand. Viele lassen ja hinten schon die Stauschränke raus. Dieser hat es noch schön in Serie drin, dass man auch ordentlich Wäsche mitnehmen kann. Weil so eine Weltreise, wenn man sowas macht oder irgendwo in fernere Gefilden fährt, muss man ja relativ viel Wäsche auch mitnehmen. Was in der Freistaat Edition mit dabei ist, habe ich vorhin schon gesagt, ist der Kompressorkühlschrank. Der hier hat es noch nicht, ist noch nicht umgestellt. Aber wir haben entschieden, die ganze Freistaat Edition mit einem großen Kompressorkühlschrank auszustatten. Das ist dann hier ein 153 Liter Kompressorkühlschrank. Klar, der läuft nur mit Strom, aber darum haben wir die 270 Amperestunden Lithium und zweimal 90 Watt Solar auf dem Dach. Hier die Küche ist klassisch mit einem schönen Dreiflammkocher mit automatischer Piezozündung und auch hier mit einem Spülbecken. Schöne Schubladen unterteilt für Besteck und hier nochmals für Küchenutensilien. Hier unten ist es auch tiefer, sodass auch gut Töpfe oder Olivenölflaschen und so weiter verstaut werden können. Was mir sehr gut gefällt bei dem Fahrzeug, ist auch die ambiente Beleuchtung hier oben. Also rundum, wie ihr seht, das Fahrzeug hat ein sehr schönes, wohliges Ambiente. Ist man eigentlich so von Offroad-Fahrzeugen gar nicht so gewöhnt. Hier die schöne ambiente Beleuchtung, hinten die schöne ambiente Beleuchtung rundum. Ist auch ein richtig schönes Schlafzimmer geworden hier. Ich persönlich bin immer ein großer Fan von einigermaßen großen Bädern. Nicht nur, weil man ab und zu vielleicht mal duschen möchte, sondern man kann hier einfach auch was verstauen. Man kann hier auch ordentlich duschen. Das geht, gerade wenn man irgendwo autark unterwegs ist, ist es einfach manchmal auch nötig. An dieser Stelle, der hat 120 Liter Frischwasser und 100 Liter Abwasser. Frischwasser ist natürlich ohne den Boiler alles gerechnet, nein, rein nur der Tankinhalt. Oder auch, wenn man hier auf dem stillen Örtchen hockt, auch für größer Gewachsene, wir haben hier halt immer die Möglichkeit, schau mal, meine Füße, die reichen selbst bei ausgestreckter Fußlänge nicht mal an die Wand. Das heißt, hier hat jeder Platz. Das ist halt in anderen Fahrzeugen nicht so. Und das ist auch ein Stück von dem Erfolg von dem Hümer MLT. Der hat einfach so die letzten 5-10% mehr, was andere Fahrzeuge nicht haben. Und das Ganze auf 6,98 Meter. Also sprich, schönere Bad, ein etwas längeres Bett um ein paar Zentimeter, ein zusätzlicher Kleiderschrank. Das sind halt lauter so Sachen, wo das Camperherz freut und auch das Leben dann ein bisschen komfortabler macht. Praxisgerecht finde ich auch das Steckdosenpaket, das Hümer anbietet. Haben wir hier doch auch gleich mal zwei 230 Volt Doppelsteckdosen. Wir haben hier eine 230 Volt Steckdose. Wir haben hier USB-Steckdosen. Kleiner Gimmick hier, auch in der Lampe integriert. In Fahrtrichtung links hier eine USB-Steckdose. In Fahrtrichtung rechts nochmal eine USB-Steckdose. Im Bad haben wir 230 Volt Steckdosen. Hinten im Schlafbereich haben wir USB-Steckdosen. Hier 230 Volt und 12 Volt Steckdosen. Wird auch immer mehr nachgefragt. Manche müssen auch eine Schnarchmaske oder sowas hinten anschließen können. Also es gibt die verschiedensten Gründe, wieso jemand eine Steckdose haben möchte. Darum hat Hümer ein Steckdosenpaket, alles zusammengefasst. Auch in der Heckgarage sind 230 Volt Steckdosen, weil viele nehmen die E-Bikes mit, muss dann auch irgendwo geladen werden. Das Autarkie-Paket an dieser Stelle noch, das beinhaltet selbstverständlich dann auch den Wechselrichter mit 1800 Watt, sodass ihr hier, wenn ihr autark steht, trotzdem eine Kaffeemaschine betreiben könnt, euer Laptop laden und so weiter. Also ist an alles gedacht. Hier haben wir unser Cockpit vom Mercedes Sprinter, da ist wieder alles original. Wir verwenden hier noch den schönen Sechszylinder mit 190 PS,
zum Fahren eine Wucht, ein richtig satter Sound und ein richtig satter Durchzug und eine unheimliche Laufruhe. Braucht so ein Fahrzeug aber auch, mit dieser Bereifung ist der eigentlich perfekt motorisiert. Des Weiteren haben wir die modernen Assistenzsysteme mit der Distronic, also der aktive Abstandstempomat und so weiter, mit dem MBUX, 10,25 mit den ganzen Funktionen. All das haben wir hier mit eingebaut. Das PKW-Feeling hier von vorne ist bei Mercedes einfach sensationell. Auch hier, wenn man das Lenkrad anlangt mit den Multifunktionstasten, ist einfach mehr PKW-Feeling wie irgendwo Transporter-Feeling, wie es viele andere auch haben. Unten an dieser Stelle noch erwähnt, haben wir auch den zuschaltbaren Allrad. Der Mercedes, wo wir hier drin sitzen, der hat ja auch einen zuschaltbaren Allradantrieb und eine Untersetzung auch noch drin. Aber das zeigen wir euch nachher noch draußen. Heute hat es perfektes Wetter. Es hat auch hier noch heute ein bisschen geschneit. Ich denke, da kriegen wir auch noch ein paar schöne Fahrbilder von diesem schönen Fahrzeug. Wichtig ist mir noch zu erwähnen, was im Detail genau das Fahrzeug alles beinhaltet. Und zwar, wie vorhin schon gesagt, haben wir das große Mercedes-Fahrgestell, den 419 CDI mit insgesamt 190 PS. Das ist der laufruhige Sechszylinder, der noch sehr, sehr beliebt ist. Wir haben die Auflastung in dieser Verbindung mit 4,1 Tonnen. Wir haben das Fahrkomfortpaket von Mercedes, das Komfort Plus Paket und das Wohnkomfortpaket von Hümer. Wir haben das Autarkiepaket Lithium, Fahrassistenzpaket Plus, da wo auch Navigation, Distronic und so weiter alles beinhaltet ist. Wir haben das Fahrerhaus in schwarz-matt foliert. Die Grundfarbe war schwarz-grau, dies an dieser Stelle noch zu erwähnen, falls irgendjemand mal aus irgendwelchen Gründen die Folie abmachen möchte. Ist sowas auch wichtig. Wir haben den Allradantrieb zuschaltbar mit Getriebeuntersetzung. Wir haben den Regensensor. Wir haben das Wet Wiper System, das heißt Scheibenwischer mit integrierten Spritzdüsen. Wir haben das große Reserverad hinten. Wir haben die Markise in 4 Meter Gesamtlänge, 2,50 Meter Auszuglänge. Wir haben oben eine GFK-Dachbeschichtung. Einfach auch als Sicherheit, dass, falls mal hagelt, nicht gleich was passiert. Wir haben das Sicherheitsschloss für die Wohnraumeingangstüre, was wir dem Fahrzeug noch jetzt spendieren. Wir haben eine Außendusche in der Heckgarage, dass man sich außen mal abduschen kann. Wir haben hier das Interieur Chiavenna Nussbaum und Stoff Janeiro. Da die Fahrzeuge erst lieferbar sind, wenn jemand jetzt lieber Leder Grigio oder sowas haben möchte, können wir aktuell noch realisieren. Dann können wir das Fahrzeug aufrüsten. Wir haben die schöne Komfort-L-Sitzgruppe, in der sich es übrigens sehr, sehr gemütlich sitzen lässt. Wir haben das Schlafsystem mit Tellerfederrost für bequemen Schlaf. Wir haben das Zusatzpolster hinten bei den Einzelbetten, dass auch eine dritte Person bequem mitgehen kann. Auch dieser Tisch hier, wo ich sitze, ist absenkbar. Auch hier könnte noch jetzt ein Kind mitgehen, also ist eher ein Notbett. Aber wenn jemand mal mit auf Reisen geht, ist es auch möglich, den Tisch abzusenken. Wir haben hier auch ein Zusatzpolster, dass hier ein Notbett gebaut werden kann. Wir haben die Solaranlage auf dem Dach mit 2x90 Watt. Wir haben den schönen großen 32 Zoll Flachbildschirm mit drin. Mit Flachbildschirmhalter selbstverständlich. Wir haben die große Sat-Antenne von Oyster ist die. Die große 85 cm. Und die Sonderabklebung haben wir im Fahrerhaus matt foliert, wie schon vorhin erwähnt. Wir haben die Bedlock-Felgen in 285, 16 oder 18 mit Offroad-Bereifung BF Goodrich. Und das Ganze haben wir natürlich auch fünfmal mit dem Reserverad hinten. Wir haben einen Höherlegungssatz mit 40 mm, also 4 cm, auch mit den Radkastenverbreiterungen. Wir haben den Frontbügel mit zusätzlichen Fernscheinwerfern. Diese Fernscheinwerfer sind dann auch angeschlossen an das Fernlicht von Mercedes, also sobald ihr das Fernlicht betätigt, habt ihr nochmals zusätzlich Scheinwerfer. Ist ein fantastisches Licht, muss man dazu sagen. Tja, wir haben den LTE-Router für diejenigen, wo auch Endgeräte mal hier drin zusätzlich anbinden möchten und diesbezüglich auch bessere Empfangsquellen brauchen. Ja, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, das hat das Fahrzeug noch nicht. Das machen wir aber auch mit rein, haben wir entschieden. Und den Kompressorkühlschrank. Da haben wir jetzt die Zusage vom Hersteller auch, dass wir das auf September, Oktober mit reinkriegen. Und auch das haben wir dem Fahrzeug reingepackt. Das ganze Fahrzeug
wird schon ein Modell 22 lieferbar. Ist momentan ein bisschen schwierig, aber Zeitkorridor September, Oktober, November. Das kann man schon relativ sicher sagen. Die ganzen Fahrgestelle, die sind bestellt. Aber aufgrund der aktuellen Situation gibt es große Schwankungen. Darum sagen wir mal lieber einfach das letzte Quartal des Jahres 2021 sind die Fahrzeuge lieferbar. Wir werden dann aufs Modelljahr 22 schon gehen müssen. Das heißt, auch die Preiserhöhung müssen wir mit einpreisen. So hat so ein Fahrzeug, wie wir hier drin sitzen, jetzt einen Listenpreis von runde 140.000 Euro. Aber eben mit dieser genannten Komplettausstattung. Und wir bieten es jetzt ab sofort als Freistaat Edition für 128.900 Euro an. Diese Auflage ist limitiert. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wir können dieses Jahr noch liefern, ist momentan ja sehr, sehr, sehr wichtig. Gut, relativ spät, aber dafür habt ihr auch ein sehr, sehr tolles, durchdesigntes Fahrzeug. Also uns hat das Fahrzeug zu entwickeln schon, zu designen, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde die Optik sehr, sehr gelungen. Nicht zu oversized, aber zieht sehr viele Blicke dann trotzdem auf sich. Ja, und ich denke, was ist besser jetzt, sowas in einer schönen Winterlandschaft zu präsentieren. So, also jetzt habt ihr das Fahrzeug auch mal von außen gesehen. Ich muss sagen, meine Abenteuerlust hat dieses Fahrzeug geweckt. Hier im Wald, da werden natürlich auch die Sinne angeregt. Es riecht nach frisch geschnittenem Holz. Die schöne Ruhe, schon die Vögel zwitschern hier. Also ich habe eigentlich Lust nach mehr. Ich hoffe, ihr habt es auch bekommen mit diesem tollen MLT Freistaat Edition. Nochmal, das alles kostet genauso wie es hier steht 128.900 Euro mit allen Features, wo wir euch vorgestellt haben. Ich hoffe, ich habe eure Lust nach mehr Abenteuer geweckt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like und ich hoffe, wir sehen uns bald. Nicht hier jetzt im Wald, ich glaube, ich gehe nur eine Runde spazieren. Danach kann ich mich ausruhen. Nein, Thomas, es war alles wieder nur ein Spaß. Also, bis dorthin, bleibt gesund. Viele Grüße hier jetzt aus dem Wald, nicht mehr aus dem Freistaat. Euer Markus Braun. Tschüss. Extra.